Wir üben das jetzt mal. Jan? Ja? Du bist jetzt Lotte. Klappt sehr gut, du bist eine tolle Hypnotiseurin. Ja, nicht ganz so gut wie Showhypnotiseur Edi Mas. Der macht auch heute wieder das Unmögliche möglich. Diesmal bei einem Dachdeckermeister und seinem Lehrling und bei zwei Raucherinnen, die endlich ihre Sucht loswerden wollen. Kannst du so laufen? Nein. Das ist ein Blatt Papier, krieg ich nicht hoch. Du weißt deinen Namen nicht mehr? Nein. Wenn normale Menschen plötzlich seltsame Dinge tun, hat er seine Hände im Spiel. Showhypnotiseur Edi Mas. Eine neue Mission für ihn, denn auf den Dächern Krefelds herrscht ein ziemlich rauer Umgangston. Hier gibt Dachdeckermeister Steffen Bissels das Kommando und sein Lehrling Fabian führt aus. Nimm doch mal den Tisch, fang doch mal an. Wenn du in einer Ecke anfängst, warum machst du das da nicht mal gründlich alles weg? Du rennst jetzt hier gleich, wenn ich hier wieder da bist, wieder nach da. Mach doch einfach mal die eine Seite fertig und dann gehst du Zug um Zug rüber. Ja. Und vor allem arbeite weiter, wenn ich mit dir rede. Also ich habe gesehen, dass der Meister ganz schön rüde da mit seinem Lehrling umgeht. Und ich denke mal, er hat selber vergessen, wie es ist, Lehrling zu sein. Und wir wollen mal schauen, ob wir das ändern können. Edi Mas große Kunst, er kann seine Opfer noch schneller als andere Hypnotiseure in Trance versetzen. Schlaf, 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 schlaf. Lass dich immer tiefer sinken, entspann dich. Sieht aus wie Schlaf, aber sie hören und befolgen alles, was Edi Mas ihnen einflüstert. Seine Idee? Ein Rollentausch. Du bist hier der Meister auf dem Bau. Du bist der Chef. Augen auf. Und der Chef ist der Lehrling und muss gehorchen. Seit einem Jahr steht Azubi Fabian unter der Knute von Meister Steffen. Jetzt dreht er den Spieß um. Ein bisschen Respekt vor haben. Komm hoch jetzt. Dann hör mal auf den Chef. Rollentausch auf dem Bau. Der Azubi gibt den Ton an und Dachdeckermeister Bissels folgt aufs Wort. Die Hypnose scheint zu wirken. Wir fragen den ehemaligen Meister, warum er plötzlich seinem Lehrling gehorcht. Fabian ist der Chef. Und du? Ich bin Auszubildender und kann die Scheißarbeit machen. Komm, ist zwar eine Scheißarbeit, aber du lernst es wenigstens. Ja, komm, bist du anstrengend, weil die Lehre sind da keine Herrenjahre. Meine waren auch anstrengend. Jeder muss da mal durch. Genau. Doch irgendwann geht auch die schönste Hypnose zu Ende. Schon bitte auch mal in die Augen und schlaf. Als Edi Mas Meister und Lehrling zeigt, wie sie sich gerade benommen haben, können sie es kaum glauben. Komm, ist zwar eine scheiß Arbeit, aber du lernst es wenigstens. Okay. Das voll am Arbeiten. Irgendwie doch bewusst mitbekommen, aber unbewusst doch ausgeführt. Irgendwie ganz komisch. Nur anscheinend funktioniert es halt doch. Hätte ich aber auch nicht geglaubt. Aber anscheinend, wenn ich gerade die Bilder sehe, hat es funktioniert. Der nächste Einsatz führt Edi Mas nach Köln. Diesmal ist der Hypnotiseur im Kampf gegen die Tabaksucht unterwegs. Alina und Julia müssen ständig Raucherpausen machen. Die beiden qualmen knapp eine Schachtel pro Tag weg. Das schmeckt ihnen gar nicht mehr. Du fällst nach hinten, ich fange dich ganz sicher auf. Schlaf. Zuerst müssen die beiden entspannt sein, dann geht's ans Eingemachte. Entspann dich vollkommen. Rauchen ist nur noch etwas, was du einmal getan hast. Du bist jetzt Nichtraucher. Und du wirst ein Nichtraucher für den Rest deines Lebens bleiben. Nach dem Aufwecken fragen wir nach, sind die Raucherinnen von ihrer Sucht befreit? Anja, wie geht's dir jetzt? Ich bin noch etwas benommen, aber mir geht's gut. Was ist gerade passiert? Weiß ich nicht. irgendwie kann ich nicht beschreiben. Wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt eine rauchen müsste, dann würde mir, glaube ich, übel werden. Hast du jetzt nicht Lust? Nee. Gerade auf jeden Fall nicht. Nee. Was denkst du, wenn du dann denkst, jetzt vielleicht zu rauchen? Möchte ich nicht rauchen jetzt, nee. Auf keinen Fall. Würde mir nicht schmecken. Auch Edi Mas war mal starker Kettenraucher, befreite sich aber durch Selbsthypnose von der Sucht und hat in seinen Seminaren schon rund 1000 Menschen zu Nichtrauchern gemacht.